Hallo meine Dekohasen. Ich möchte euch einladen zu einer schönen Kaffeetafel zum Frühling. Bisschen gute Laune, ein bisschen schöne Stimmung und auf alle Fälle gute Dekoration. Und ja, meine Empfehlung ist tatsächlich hier so ein bisschen in das Blumige zu gehen, das Rosa zu gehen. Das ist ja meine Welt. Ein schön gedeckter Mädchentisch, wenn die Mädels auch zum Kaffee kommen können. Oder die Beschwiegermutti, die Mutti natürlich, die Oma, die beste Freundin, die Nachbarin. Oder wenn ihr es nur für euch alleine hübsch machen möchtet. Das ist natürlich auch wichtig, weil auch das tut total gut für die Seele. Und dafür habe ich ein paar Empfehlungen. Fängt schon an bei dem schönen Geschirr. Ich habe hier eins von zwei der rosanen Tassen. Rosa mit Gold appliziert. Ist tatsächlich auch geschirrspülfest. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das heißt, es kann auch so ein Geschirrspüler, da kann nichts abgehen von der Goldverzierung. Gibt es auch in zwei verschiedenen Varianten. Könnt ihr mal schauen, was davon noch da ist. Das ist dieses grafische Muster. Es gibt noch sowas in den Dreiecken. Entweder einzeln als in Tassen, aber ich finde es auch sehr schön, wenn man das kombiniert nochmal mit einem tollen Tellerchen. Und ich liebe übrigens Petit Four. Ich könnte echt verrückt werden nach Petit Fours. Am liebsten allerdings mag ich die mit Pistazie. Gab es aber heute nicht. Aber Petit Four mit Pistazie, das ist mein Liebling. Die gibt es beim Dallmayr in München immer. Das sind echt die besten, darf ich mal sagen. Also macht es euch gerne gemütlich. Was ich auch wichtig finde, ist, wenn man schon mal ordentlich deckt, weil man Besuch empfängt, dann gerne eine Tischdecke und dann macht es natürlich Sinn, gerade bei Kaffee und Kuchen, wenn man was hat, was fleckenabweisend ist. Wie viel Kaffeeflecken habt ihr denn schon auf die Tischdecken fabriziert? Oder die Kinder? Oder der Besuch? Kannst du noch nicht mal was sagen? Musst du auch noch ruhig bleiben. Und das ist so schön, guck mal hier. Wenn ich nur die Tasse, da saut es rum, warte. Muss ich mal so abmachen, dass die Tasse auch sauber bleibt. Aber das Schöne ist, bei meinen Tischdecken, die ich jetzt habe, von Blauener Spitze, ist ein Anti-Fleckenschutz drauf. Spot Magic heißt das. Das heißt, man kann das hier schön wirklich abtupfen und nachher auch nochmal waschen. Ne, ist gar kein Problem. Und dann ist das auch erledigt. Großartig, oder? Finde ich fantastisch. Kann mir also nichts passieren. Und dann finde ich, wenn man schon was kombiniert mit dem Geschirr und den Tellern, wenn ihr meiner Empfehlung nachgehen möchtet, habe ich auch so zwei Blümchen rausgesucht. Ich zeige euch die auch mal näher. Ist auch aus dem Keramik, auch wieder mit einem Goldrand in den Spitzen. Das finde ich nämlich auch sehr schön. Schaut mal hier, gerade zwei verschiedene. Das ist auch so ein Set und das passt natürlich sehr, sehr schön zum Geschirr. Das ist gut abgestimmt. Das ist kein richtiges Rosa, sondern das geht so ein bisschen die Lachsrichtung. Und durch den Goldrand in den Spitzen finde ich das sehr schön. Die passen übrigens auf die Tischdecke hier genau auch in die Ecken rein, so wo diese Rundungen gestickt sind. Das ist alles auch wirklich sehr, sehr fein gestickt in Blauener Spitze mit den Blümchen. Von der Tischdecke hier die große wäre 85 x 85 cm. Dazu gibt es aber noch eine längliche, die ist 23 x 46 cm und eine runde, die im Durchmesser 23 cm ist. Und das finde ich ganz gut, weil dann kannst du hier zum Beispiel den kleinen Tortenteller nochmal auf das runde Tischdeckchen geben. Du hast hier das längliche, zum Beispiel für das Dreier-Set mit den Glaskelchen. Finde ich auch sehr schön. Gerne auch ein bisschen Süßigkeiten drauf, die ja, kleinen Schmankerl, die man da so hat, die man gerne mag. Vielleicht sind es kleine Trüffelpralinen, was ihr gerne mögt. Das Schöne ist, auch auf den kleineren Tischdecken ist überall dieser Fleckenschutz drauf. Ja, das heißt, auch gerade Schokolade kann nichts ausmachen. Und ich möchte euch einen kleinen Frühlingsgruß schicken mit meinen Schmetterlingen. Endlich sind sie da. Das ist ein Dreier-Set. Die Schmetterlinge haben eine Höhe von 11,5 cm und Durchmesser so 10,5 cm. Und die sind extra im Farbmix, damit es auch zu den anderen Sachen, die ihr vielleicht schon von mir habt, die ihr im Shop seht, www.styleyourhome.tv, vielleicht schon ergänzen möchtet, weil die Farben finden sich immer wieder in meiner Dekoration, nachher auch zu Ostern und nachher auch wieder in der späteren Jahreszeit. Das ist ein Dreier-Set mit einem schönen pastelligen Rosé, so ein bisschen Altrosé und so einem Taubton. Die drei Schmetterlinge, alle drei Größen, aber eben drei verschiedene Farben. Die kann man so zusammen dekorieren. Die stehen genau auf den Flügeln. Man kann die, aber ich zeige euch das gerne mal hier, man kann die direkt so auf die Flügel aufstellen. Die stellen im Prinzip so mit dem Schwänzchen und den Flügeln, halten sie sich selber. Also so ein Start- und Abflug bereit. Aber die Flügel, das finde ich ganz süß, die gehen so ein bisschen nach vorne. Das heißt, so eine kleine Umarmung, eigentlich so eine offene Umarmung, so ein Willkommensgruß. Wusstet ihr, dass Schmetterlinge auch Glücksbringer sind? Das heißt, ihr habt so drei kleine Glücksbringer nochmal im Set, die ihr schön dekorieren könnt, zusammen oder einzeln dekorieren könnt, wie ihr das möchtet. Ich finde es sehr, sehr schön im Eingangsbereich, wo der Schlüsselkasten ist, so eben, weil diese offenen Flügel schon einen Willkommen heißen, so eine kleine Umarmung geben. Ne, die kann man da einzeln überall so mal platzieren, man kann sie auch einzeln gerne mal verschenken, aber so zusammen
sieht es, glaube ich, auch ganz nett aus und findet immer wieder eine schöne Dekoration, ich glaube auch das ganze Jahr über. Das kann man da schön dekoriert lassen. So ein bisschen, so wenn man so alle drei zusammen hat, sieht das nämlich auch ganz nett aus. Ich habe meine Vase auch noch aus Glas mit den drei Hortensien. Das ist ein extra Set. Das finde ich auch sehr schön, weil das alles so zusammenpasst. Eben dieses Blumige, dieses Freundliche, diese schönen, hellen Farben, die einfach gute Laune bringen, gerade wenn das Wetter draußen ein bisschen trister ist. Und ich stehe auf diesen Streuselkuchen. Der riecht mir so richtig in die Nase. Also Petit Four riecht nicht so sehr, weil das irgendwie mit der Schokolade nochmal umhüllt ist, aber der Streuselkuchen, der riecht gut. Ich glaube, ich muss mal ein Stück. Also viel Spaß beim Dekorieren, ihr Lieben, und schönen Frühling für euch.